Hallo, endlich Feierabend. Und wo geht's hin? Richtig, ans Wasser. Geplant sind diese Woche mehrere Kurztrips nach der Arbeit, nach der Spätschicht. Immer für 2, 3 Stunden. Ja, ich denke, heute werden es sogar 3 Stunden werden. Und heute geht's auf Friedfisch, Barbe, Karpfen, Brasse, was auch immer. Irgendwie filme ich hier gerade vorbei. Ja, egal. Genug gefilmt jetzt hier beim Autofahren. Wir sehen uns am Wasser. Zeigerschlag 22 Uhren. Uhren. Mann, ich fange nochmal an. Um Zeigerschlag 22 Uhr waren die Ruten im Wasser. So, jetzt habe ich's. Ja, eine Rute mit Frohlich. Das hat ja beim letzten Mal, letzten Donnerstag, heute ist Montag, letzten Donnerstag, auch schon gut funktioniert. Wie heißt es so schön auf Neudeutsch oder Denglisch oder wie auch immer? Instant. Instant. Ja. Naja, gut. Auf jeden Fall, es das heißt so viel wie reinwerfen, Biss, drillen, keschern, freuen. So soll es auch heute sein. Und die andere Route ist bestückt mit einem Pop-up, obwohl wir jetzt stockdunkel haben in Gelb. Die Fische sehen das mit Sicherheit überhaupt gar nicht. Aber die Vergangenheit hat auch hier gezeigt, dass Pop-ups bei uns auch nachts funktionieren. Und deswegen liegt jetzt hier ein Scopex Pop-up in 14 mm da draußen. Ja, also Pop-up und Frohlich. Frohlich übrigens im Damenstrumpf. Da habe ich mir so ein paar eingepackt, 10 bis 15 Stück vorbereitet, in eine Box reingelegt für zukünftige Angelausflüge, Sessions heißt es ja, Sessions, genau. Und habe jetzt hier 2, 3 Hände angefüttert mit Frohlich und das war alles. Und jetzt warten wir mal. Wie gesagt, 10 Uhr, naja, 3 Stunden denke ich eigentlich nicht, aber so 2:30 bis 12:30 bleibe ich. Es ist immer noch sehr warm. Ich sitze immer noch im T-Shirt und mache jetzt aber das Licht aus, weil hier sind auch noch ein paar Mücken unterwegs. Melde mich dann, wenn irgendwas abbrennen sollte. Wenn nicht, weiß ich gar nicht, ob ich hier einen Film draus mache. Lasst euch einfach überraschen. Zehn vor eins. So lange wollte ich gar nicht bleiben.
Oh Mann, ich habe mir das irgendwie ganz anders vorgestellt. Eigentlich wollte ich heute eine Barbe und einen Karpfen fangen. Und noch mehr. So habe ich mir das zurechtgesponnen. War auch echt gut vorbereitet. Und wollte dann morgen auf Welsangeln gehen. Ah, oh Mann. Aber so ist es halt, gell? 3 Stunden geangelt jetzt. Es hat mal kurz gerupft. Und das war's. Ich weiß nicht, ob das ein Schnurschwimmer war oder ob das ein Biss war, aber es war auf jeden Fall kein Run. Es war im Prinzip nix. Tja, so ist es. Bisschen enttäuscht bin ich. Ich hätte gerne jetzt hier was gefangen. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich das jetzt morgen mache. Gehe ich morgen auf Wels? Oder nochmal Friedfisch? Eine andere Stelle? Ich weiß es nicht. Das werde ich mir morgen im Laufe des Tages überlegen. Auf jeden Fall werde ich nochmal angeln gehen. Und ich nehme euch wieder mit und dann hoffe ich, dass es von Erfolg gekrönt wird. So, ich packe jetzt ein. Bis ich zu Hause bin, ist es 1:30, spät genug. Ja, dann bis gleich, würde ich sagen. Für euch ist es bis gleich, bei mir dauert es wieder fast 24 Stunden. Neuer Tag, neues Glück. Wie gesagt, für euch hat es nur ganz kurz gedauert. Für mich waren jetzt fast, naja, sagen wir mal 20 Stunden dazwischen. Ich habe wieder Feierabend gemacht, bin an einem neuen Platz und es regnet. Ich habe nichts dabei. Kein Schirm, kein Zelt, kein gar nichts. Und es gewittert. Das Gewitter ist noch ein bisschen weg. Oh, jetzt blitzt es wieder, ja. Es kommt auf jeden Fall näher. Ich sitze aktuell hier unter einem Baum. Das ist ja bekanntlich nicht die beste Lösung bei einem Gewitter. Falls das Gewitter noch hier zu mir kommen sollte, werde ich mich ins Auto verziehen und dann erstmal kurz abwarten. Ansonsten vielleicht zieht es ja vorbei. Also gut, Ruten sind im Wasser, die Fische können kommen, Karpfen, Barben oder was auch immer. Ich mache jetzt hier erstmal aus, werde die Kamera verstauen, die ist nicht ganz wasserdicht und dann hören und sehen wir uns später. Thank you.
Ich mache euch mal Licht. Jetzt ist aber hell. Ja, so wie es den Anschein macht, zieht das Gewitter vorbei. Ich war schon drauf und dran, ich hatte schon alles in der Hand. Stuhl, Rucksack, den Stuhl schon zusammengepackt. Weil es hat mal ganz kurz, ganz heftig geregnet. Aber das Gewitter zieht jetzt hier so an mir Richtung Osten weg. Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Es kommt nicht hierher, wo ich jetzt bin. Ich muss später dann Richtung Osten nach Hause fahren. Mal gucken, ob es dann da richtig viel geregnet hat. Also hier hat es mal ganz, ganz kurz, eine Minute vielleicht, mal richtig heftig geregnet und dann ist es schon wieder vorbeigezogen. Mal schauen, ob das die Fische irgendwie beeinflusst hat, jetzt was zu essen. Wenn das Gewitter jetzt noch ein bisschen weiter wegzieht, könnte das vielleicht sogar ganz gut sein. So kurz nach einem Gewitter war eigentlich immer ganz gut, zumindest auf Aal. Aber ich habe es hier heute auf Karpfen und Barbe abgesehen. Gut, jetzt glaube ich, muss ich aber noch mal hier mein Pullover ausziehen. Es ist sehr schwül für Mitte September, ziemlich warm sogar noch. Ah, ich höre jetzt einfach auf zu erzählen. Es geht nur unnötig in die Länge des Videos. Wenn was geht, seid ihr dabei. Viel zu spät fahre ich nach Hause. Bin auf meinem Stühlchen eingeschlafen. Ja, dann irgendwann um Punkt 2 Uhr aufgewacht. Ja, was soll ich sagen? Ein Biss hatte ich gehabt. Einen Kurzdrill. Ich war gerade pinkeln. Da ist die Route abgelaufen. Und habe kurz gedrillt und dann ist der Haken gebrochen. So. Also, sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Der Haken ist gebrochen. Mann, Mann, Mann. Ja, vermutlich Karpfen. Puh, dumm gelaufen. Da fehlen mir jetzt auch so ein bisschen die Worte, deswegen bin ich jetzt ganz still und werde einfach morgen nochmal gehen. Bis dann. Neuer Tag, neues Glück. Ich muss hier ein bisschen leise reden, weil ich hier direkt vor meinen Füßen angel, im Prinzip. Ich sitze hier eigentlich nur einen Meter vom Ufer weg. Hier ist es absolut eng. Ich habe mich hier in die Büsche geschlagen. Eine Route, wie gesagt, hier direkt vor meinen Füßen mit Taurenbündel. Die andere Route, ca. 20, 25 Meter flussab. Auch mit Taurenbündel. Und daran erkennt ihr schon, ich bin heute auf Wels unterwegs. Jo, ich lasse die Friedfische mal Friedfische sein und versuche mein Glück nochmal auf Wels. Mal gucken jetzt, ob hier in den nächsten 2 Stunden was geht. Ich bin ziemlich spät hier hingekommen. Es ist jetzt, glaube ich, schon 11 Uhr. Ja, 2 Stunden bleibe ich jetzt noch und ja, wie gesagt, schauen wir einfach mal. Ich werde jetzt hier auch gar nicht großartig rumfilmen oder Lärm machen. Ich werde mich jetzt hier ganz bedeckt halten. Wenn was geht, seht ihr es. Ja, ich weiß, es ist ein ganz schön harter Schnitt jetzt hier. Ich habe gestern gar nicht mehr gefilmt dann. Weil erstens gab es nichts mehr zu filmen. Ich habe nicht mal einen Zupfer gehabt. Beziehungsweise habe ich die Zupfer nicht gesehen, nicht gemerkt. Die Würmer waren zwar abgefressen an einer Route, aber wie gesagt, da habe ich nichts gemerkt. Und zum anderen habe ich nicht nochmal gefilmt, weil die Stelle ja nicht gerade die romantischste ist. Will ich es mal so sagen. Und viele meiden diese Strecke auch, weil dort ja vielleicht
weil es vielleicht dort zu Konfrontationen kommen kann. So, jetzt habe ich das mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Und da wollte ich mich nicht zu erkenntlich zeigen. Ich fahre jetzt zur Arbeit, muss ein bisschen was machen, 8 Stunden. Und in 8 Stunden sehen wir uns dann wieder am Wasser. Und da geht es dann nochmal auf Wels. Nochmal die gleiche Stelle, denke ich, wie gestern. Und ja, ein bisschen was anderes habe ich heute dabei, aber das erfahrt ihr gleich. So, also bis dann. Tja, jetzt sitze ich hier wieder am Wasser. Wie gesagt, ein harter Schnitt. Ja, 2 Routen liegen. Und zwar einmal mit einem eingefrorenen Rotauge, garniert mit Tauwurm. Und die andere Route mit Barschstreifen und auch Tauwurm. Also Barschfetzen, Filet. Ja, ihr habt es gesehen. Oder ich blende es noch ein. Und diese Route mit den Barschfetzen hat jetzt auch schon 2-mal einen Fehlalarm gegeben. Vielleicht waren es auch Zupfer, die steht hier 30 Meter unterhalb. Und ja, jedes Mal Aufregung groß. Ich habe hier so einen elektronischen Bissanzeiger dran. Aber bisher Fehlalarme. Ist aber auch hier Aktivität im Wasser. Also sind jede Menge Fische unterwegs an der Oberfläche. Vielleicht geht ja wirklich noch was. Gut, ich muss mal jetzt hier wieder ausmachen. Hier kommen Leute. Vielleicht hört man's. So eine Scheiße, ey. So ein Mist. Ich weiß nicht, ob man es hier auf der Wildkamera sieht, wie ich dann noch zur Route springe. Ich hatte gerade so einen geilen Biss. Die Route geht krumm. Die Rolle kreischt, obwohl sie richtig zu war. Oh Mann, ich habe die Route kaum aus dem Ständer rausbekommen. Hatte dann draußen, der Wels war noch ganz kurz dran und dann war er weg. Ich kann so kotzen. Das Ganze jetzt hier wieder direkt vor meinen Füßen. Mann, Mann, Mann. Ich habe jetzt nochmal neu beködert. Vielleicht geht ja nochmal was. Stop recording. Ihr seht es, ich bin im Auto und habe somit aufgehört zu angeln. Es ist schon 1.16 Uhr. Ich wollte eigentlich nur bis um 12:30 bleiben, bis 0.30 Uhr. Naja, ist dann doch später geworden. Weil ich gehofft habe, dass doch nochmal ein Biss kommt, kam aber keiner mehr. Ja, soll ich sagen, scheiße war's. Ich werde jetzt nach Hause fahren, werde mich ins Bett legen und mir die Tränen trocknen. Mann, oh Mann. Also mit den richtig großen Welsen habe ich dieses Jahr kein Glück. Die bleiben irgendwie nicht bis zum Schluss hängen bei mir. Ob ich jetzt morgen nochmal gehe, das weiß ich noch nicht. Weiß nicht, ob ich morgen Abend Zeit habe. Morgen ist dann schon Freitag. Ich weiß gar nicht, was da morgen Abend alles noch familienmäßig geplant ist. Ja.
Vielleicht klappt es aber dann doch noch mal. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Ja, wie gesagt, ich fahre nach Hause und leg mich heulend ins Bett und schlaf dann irgendwann ein. Gut. Dann gute Nacht. Ich bin wieder am Wasser. Heute ist Freitag und somit der letzte Tag in der Woche für mich, an dem ich arbeiten muss und angeln kann. Am Wochenende habe ich leider keine Zeit. Deswegen ist heute der letzte Tag. Ich bin wieder auf Wels unterwegs, eine Route wieder mit einem Rotauge und Tauwurm und die andere Route mit Barschstreifen und Tauwurm. Wie gehabt, genau wie gestern. Und jetzt warten wir mal ab. So, Feierabend. Ich sitze schon im Auto, ich habe alles gepackt. Das war's. Jetzt geht sogar das Licht aus. Moment. Ja, das war's. Die 5 Tage Spätschichtwoche ist vorbei. Das Angeln ist rum. Ich bin eben gerade schon auf meinem Stuhl so immer wieder eingenickt. Der Kopf wird immer schwerer. Jetzt muss ich noch nach Hause fahren und habe eigentlich überhaupt gar keine Lust. Es ist jetzt aktuell 10 vor 1. Ja, gut. Ich werde morgen nochmal ein Resümee ziehen. Das kommt jetzt hier gleich im Anschluss. Und ich sag gar nichts jetzt erstmal. Wir sehen uns ja gleich wieder. Oh Mann, nix wie heim. So, da bin ich. Zwar nicht am nächsten Tag, sind glaube ich sogar 4 Wochen vergangen. Aber ich sitze hier gerade in meinem Angelzimmer und bin hier am Filmschneiden. Beziehungsweise der Film, der ist eigentlich schon längst fertig. Aber das Resümee habe ich hier noch gar nicht gezogen. Ja. Also gut, 4 Wochen sind vergangen, aber ich kann mich noch gut dran erinnern an die Woche. Und zwar waren es 2 Tage Karpfenangeln und dann 3 Tage Welsangeln. Und ja, was soll ich sagen? 2 Tage Karpfenangeln mit einem Biss. Und bei dem Biss oder beim kurzen Drill ist dann der Haken gebrochen. Absolut scheiße. Kann aber irgendwann mal vorkommen. Martin hatte, glaube ich, sowas auch schon mal. Bei mir war das jetzt auch das erste Mal. Da war der Stahl wahrscheinlich zu hart gehärtet. So sieht's aus. Dann bricht nämlich der Haken. Ja, das Welsangeln. Naja, einen Biss hatte ich. Und der hatte es in sich. Und leider habe ich den nicht bekommen, den Wels. War mit Sicherheit ein richtig guter, aber wie gesagt, ich habe ihn leider nicht bekommen. Na gut, also 5 Tage angeln, in Summe waren es ungefähr, naja, 10 Stunden, ja, 12 Stunden vielleicht angeln in Summe. 2 Bisse von den anvisierten Zielfischen, hätte vielleicht besser sein können, aber ja, war jetzt halt so. Und ich hoffe, euch gefällt der Film trotzdem. Ihr habt einen kleinen Einblick, wie das so abläuft bei mir oder auch bei Martin. In diesem speziellen Fall jetzt hier bei mir. Wie wir so unser Angeln machen und in den Alltag irgendwie einbauen.
dass wir relativ oft angeln gehen können mit wenig Zeit eigentlich. Ja, so machen wir das. Nach der Arbeit, vor der Arbeit, während der Arbeit? Nee, geht leider nicht. Na gut, dann schnibbel ich hier mal weiter und dann, glaube ich, muss ich hier mal aufräumen. Hier sieht es aus bei mir. Guck mal. Hier überall Unordnung. Ich muss dringend aufräumen hier. Gut. Habe aber auch gar keine Lust dazu. Egal. Jetzt gibt es noch ein paar Outtakes und dann ist der Film wirklich fertig. Also macht's gut. Tschüss. Ah, ihr seht's, ich bin im Auto. Und, ui, die Bordsteinkante. Feierabend, ich habe eingepackt, ich sitze schon im. Oh Mann. Stop recording. Freitag und somit der letzte Tag in dieser Woche, an dem ich arbeiten muss und an dem ich angeln gehe.